Ich glaube, ich spiele ja nochmal her. Das Spiel von heute, 3-2 zu Ende, es hätte anders ausgehen können. Ja, es war heute ein sehr enges Spiel. Ich denke, ein attraktives Spiel für die Zuschauer. Es ging viel hin und her und ich denke, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wobei heute Essen das bessere Ende erwischt hat. Zur Halbzeit stand es 2-1, hätte mehr sein können. Aber den Knickpunkt ist, denke ich, den Pfostenschuss, zweite Hälfte, 5 Minuten weit. Ja. Ja, wenn der drin ist, steht es 2-2 und ich denke, dann hätten wir auch moralischen Vorteil gehabt, wenn wir dann den Ausgleich erzielen. Wir waren in der zweiten Hälfte eher am Drücker, da haben wir eine bessere Halbzeit gezeigt als in der ersten Hälfte. Und ja, wenn dann das 2-2 fällt, geht es vielleicht wieder anders aus, aber sollte heute wohl nicht so sein. Jetzt teilt es schon die ganze Saison für den zweiten Platz, also den Champions League Platz, das ist natürlich ganz wichtig, aber ihr habt ja auch noch ganz wichtige Spiele gegen Bayern und da wird wahrscheinlich alles entschieden. Ja, momentan läuft es bei uns gerade nicht so gut. Wir haben jetzt letzte Woche gegen Wolfsburg 5-2 verloren. Wobei ich sage, da ist Wolfsburg wieder eine andere Hausnummer. Gegen Essen heute wäre es ganz wichtig gewesen zu gewinnen, um auch den zweiten Platz zu halten, um uns wieder Selbstvertrauen zu holen. Das ist uns nicht gelungen und jetzt gilt es für uns, nächste Woche gegen Freiburg zu Hause wieder einen Dreier einzufahren. Auch das wird ein schwieriges Spiel. Gegen Freiburg ist es immer sehr eng. Und ja, ich hoffe, wir haben jetzt eine gute Trainingswoche und fahre nächste Woche den nächsten Sieg dann wieder ein, wäre wichtig. Für dich selbst gibt es dann auch noch wahrscheinlich den Algarve Cup mit der deutschen Mannschaft und sicher eine Weltmeisterschaft mit die U20. Für den Algarve Cup ist noch keine Einladung raus, es wäre cool, wenn ich da dabei wäre. Und ja, dann ist Ende August, glaube ich, ich weiß nicht, ob der genaue Termin schon feststeht, die U20-WM und da freue ich mich auch drauf, wenn wir da echt eine gute Leistung zeigen. Wir haben eine coole Truppe zusammen. Und es wird, glaube ich, ein schönes Turnier, ja. Letzte Frage, für Hoffenheim auch noch ein ganz wichtiges Spiel. Das ist Pokalspiel gegen Leverkusen, wo ihr dann das Halbfinale erreichen könnt. Ja, letztes Jahr haben wir das Halbfinale erreicht und dann gegen Freiburg unglücklich verloren. Und auch dieses Jahr ist es schon wieder ein Ziel von uns allen oder ein großer Traum, ins DFB-Pokalfinale mal einzuziehen. Jetzt haben wir wieder Leverkusen im Viertelfinale, wie letztes Jahr auch. Letztes Jahr war es ein gutes Omen, da haben wir hoch gewonnen. Aber auch Leverkusen ist eine Mannschaft, die von Saison zu Saison immer stärker wird, die sich spielerisch echt gut entwickelt hat. Und es wird ein schwieriges Spiel, aber ich denke, ein machbares Los. Und dann hoffen wir, dass wir da gewinnen und dann wieder ins Halbfinale einziehen. Ja. Okay, wünsche ich dir ganz viel Glück und wir sind uns sicher, welche Werke dir an nächste Woche. Dankeschön. Danke.